Hallo. Ich esse nicht. Nein. Ist ja nicht. Right. Lecker. Die Imba-Einheit. Autsch. Das war Reaktion. Ich hasse diese Einheit. Insofern ich gegen sie spiele. Wenn ich sie spiele, dann ist sie mega geil. Ist ja immer so. Können wir nicht mal in die andere ran? Doch, jetzt bin ich angekommen. Vielleicht muss man zwei Seiten ausweichen. Natürlich kriege ich das nicht auf die Dauer hin. Au. Cool, ich bin fast gewandert. Komm, gib mir irgendwas zu für Leben. Ich brauche Leben. Ja, ich habe etwas Leben bekommen. Ich hatte etwas Leben bekommen. Ich habe mich aber ganz schön unter Wasser. Noch ganz schön knapp über Wasser. So. Oh fuck. Ja, die Gegner haben diesen Imba-Mode auch. Awesome. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Wir werden die gerade kalt gemacht, Bitch. Und ich treffe natürlich nicht. Kann ausweichen. Scheiße. Ratatatatatata. Nahaha. Und da läuft bestimmt der. Da ruft gerade jemand. Ach, oder ich rufe gerade jemand an. Hey, da bist du ja. Ja. Willst du gucken? Ja. Trotz wahrscheinlicher Alex. Ich kann an meinem Laptop nichts anderes machen. Oh, eine Runde Mitleid für den New Boy. Du, komm. Hä? Einen Moment. Hab's gleich. So. Weiter im Programm. Oh, schau da mit der Heldenburg Einheit Nummer 2. Ich hasse es. Aber ich habe jetzt mein Neo Gerot. Das dürfte viel einfacher werden. Und ich habe meinen Beileid. Ich habe meine Beileid-Einheit. Was für ein Wortwitz. Was soll ich sonst mitnehmen? Der nicht gut war. Nee, nicht wirklich, ne? Machen wir das einfach mal so. Hast du wieder Standbildzeit? Nee, diesmal habe ich flüssiges Bild. Wuhu. Noch. Was ist das denn für Fuß? Das ist die Heldenburg-Einheit. Boah, ist die Einheit scheiße, die ich hier habe.
Yeah, 230 Punkte und die Einheit ist so scheiße. Das gibt's nicht. Boah, das läuft so lahm, ey. Juhu, ich bin tot. Hooray. Pew. Lol, ich hab daneben getroffen. Daneben geschossen. Hey, getroffen. Schon wieder getroffen. Der Typ kann Breakdance. Ich hab verloren, er kann Breakdance machen. Hat mich irgendwie an Capoeira erinnert. Und nein, damit ist jetzt nicht das Pokémon gemeint. Ach so, die Kampfkunst. Ja. Auch wenn der ziemlich stark mit dem Pokémon ähnelt. Ja. Also dass das Pokémon dafür nicht sein Hände benutzt. Welche Hände? Bei Capoeira benutzt man generell seine Hände, um sich damit zu drehen. Capoeira macht das mit seinem Kopf. Ja. Ich meinte beim Pokémon jetzt welche Hände. Ach so, der hat ganz kleine winzige Hände. Pfeilwurf! Such den Lowlife-Typen. Da. Einer weniger. Noch eine weniger. Wow, fast Double Kill mit einem Ball. Lasst das Spamming beginnen. Super Saiyan Modus. No, schon fertig. Das ist doch gemein. Alright. Und ich bekomme eine Datei für den Silber- oder Metallritter. What the fuck? Kotaros Crashkurs Teil 3. Schöne Gespräche. Jetzt darf ich wieder alles umstellen. Hä, wer ist denn das? Mein Gucken? Was ist die? Oh, hab das Capcom gefunden, ging ja schnell. An der Waffe. welche Einheiten kommen rein? Der? Noch 640. Ich könnte... Wie viel kostet der Kettensägen-Typi? Hä? Wie viel kostet der Kettensägen-Ritter? 370. Für 140 krieg ich aber noch keine Einheit. Ich nehme mal das Sprenggirlie mit. Weil die eine Lust, solange man sich nicht so oft treffen lässt, ist die eigentlich ziemlich gut. Aus einem ganz einfachen, wegen ihrem Echtangriff. Sperre. Schild. Pew. Ich hasse Ritter mit ihrem Schild. Eben noch rechtzeitig mit Schild. Ja doch, diesmal habe ich noch offen. Wow. Pew. Ich habe auch keinen Schaden genommen, das ist so geil. Oh, vielleicht nehme ich Schaden. Es ist eigentlich schön, das Audio schneller mitzukriegen als den, als das Video. Das Audio höre ich wirklich eher, als ich das sehe. Ja, logisch. Pew. Nehmen wir uns selbst, Rangirlie nicht nochmal mitnehmen. Die ist einfach scheiße. Trotzschild. Boah, der war Skillshot, ey. Ja.
mein Gott, mein Kumpel Tatsu, der Freak von mir, ist so weit, dass er 2 Einheiten hat. Das ist sein Maximum. Oh, ich kann mein Schiff größer machen, ist das geil. Na dann, lass es mal noch größer machen. Rip. 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 Oh, schade, ich bin auf maximaler Größe. Cool. Wow, der ist bei seiner letzten Einheit. Als ob ich jetzt Angst habe. Ja, das waren sehr gelungene Nahkampfangriffe. Davor. Das Spiel ist zu intensiv, um darüber zu reden. Das ist einfach cool. Kaboom. Da. Ausweichrate von 91%. Wow. Boah, ich bin gut. Und dafür bekomme ich jetzt einen Hammerritter. Und einen Teil für den supergeilen Shogun-Samurai. Wuhu. Was? Cool, scheint als würde Orochi und Shu gegeneinander. Als würden Orochi und Shu gegeneinander kämpfen. Noch ein Todeskommander und hier. Kampf mit Shu und Tsuji. Was soll ich zuerst machen? Lass dir aussuchen. Kampf mit Shu und Todeskommander. Okay. Und weil ich weiß, wer das ist, brauche ich den Balltypen. Mein Beileid. Und der ist fett. Wenn das der ist, der ich meine. Jo, das ist der Fettsack. Tama. Ha ha ha. So ein fettes kleines Kind. Hey, er hat 2 Einheiten. Da kann er ganz stolz drauf sein. Ich nehme wieder. Ja, wen nehme ich denn? Ach, wieder mal den guten alten Kakeru. Ja, Tamas kleine Einheit. Gar nicht groß. It's clear how this is going to end. Mit Lex. Wollte gerade sagen. Geiler Echo-Effekt, muss ich sagen, haben die echt gut gemacht. Bedank dich beim Emulator. Gute Arbeit, Emulator. Kümmern wir uns erstmal um das fette Viech. Ding. Alter, wer knackt mich da immer ab? Auch das ist Karma. Boah, seine Schüsse machen einen Schaden. Oh mein Gott! Ist das schmerzhaft. Komm, hopp. Hopp. Ach, der Typ ist zu blöd, um auf so einer blöden Kiste zu landen. Und wenn ich natürlich drauf bin, kommt Orochi. Leck mich, du scheiß Lampe. Na, klein Viech macht auch Mist. Ein fast toter. 150 Punkte Ninja macht gerade eine 480 Punkte Einheit kalt. Noch. Hat kalt gemacht. Imba. Man merkt, dass du es 8-mal durchgespielt hast. Ja. Ja, ich glaube, es waren jetzt 7-mal. Ich kann ja nachher mal nachgucken. Weiter weg, viel weiter weg. Danke. das Teil jetzt nach Golf. Yeah.
Schöner Start, muss ich sagen. Dafür, dass du Dauerfeuer machen kannst. Das Ding ist fast tot, juhu. Hat das gerade auch so einen Super Saiyan Mod erhalten? Jo, die haben auch gerade einen Super Saiyan Mod gemacht. Und der Teleport-Ninja hat mich teleportiert. Yay, er ist tot. Das Dumme ist nur, die normale Aufladezeit von diesen 100 Schüssen ist eine Weile. Ist ja auch verständlich. Ich hab ja 100 Schüsse. Und Peng. Nicht ausweichen, wie ich fett sag. Butch. Orochis Einheit, der Sensenfreak. Der ist cool. Ich habe aber auch noch keinen Teil von denen. Leider. Ihre letzte und tschö. Normaler Ninja und Geschützkanonier, mehr habe ich nicht gebraucht. Und ich habe das Capcom gefunden. Steht hinten auf dem Helm. Ich muss echt überall jetzt das Capcom finden. Wie Tama guckt. Und das Eis. Geschmolzen. Den muss ich noch ein paar, den muss ich noch mal besiegen nachher. Juhu, aber jetzt erstmal speichern. Dann überhaupt nichts Süßes mal zwischendurch essen. Apropos, ich müsste gleich mal Toast fressen. Ich krieg Hunger. Mir überlegen, wann habe ich auch angefangen aufzunehmen. Ach, dann war ich auch überhaupt. Der linke Typ sieht so geil aus. Nicht. Yay, das wird scheiße. May the people in the world live in peace. Schwul. Ja. Der ist stylisch. Oh, das ist ja mal richtig schwul mit dem Riesenschild. Das ist kein Schild, das ist so eine Bubbleblase und ich kann es dir ja mal zeigen. Ich muss mich da nur reinbewegen und ich werde verdammt lahm. Das ist total mies. Mit Nahkämpfer kannst du ihn so gut wie gar nicht killen. Naruto Ultimate Ninja vor Itachis Fähigkeit. Schön. Dann weißt du was, was ich nicht weiß. Ich spiele die Games einfach mal locker durch. Nur man hat nur nicht immer so viel Bock auf Roger Foss, immer und immer wieder. Kann man verstehen. Also generell an der Handlung ändert sich nichts. Viele, manchmal werden ein paar gegnerische Einheiten später, wenn man normale Todesbox besiegen muss. Die könnten dann stärker werden, aber sonst ist da nichts. Nur halt der Ansporn, dass man jede... Boah, krass. Das war leck. Nur halt so ein kleiner Ansporn, dass man jedes Mal, wenn man neu durchgespielt hat, was Neues bekommt, auch wenn es eigentlich immer nur eine Einheit ist. Ey, kann viel ausmachen. Boom. Irgendwo habe ich Peng, bei dem voll in die Fresse. Irgendwo habe ich gerade bei dem Taucher noch das Capcom gesehen für eine kurze Zeit. Ich weiß nicht mehr wo. Und jemand schreibt mich da in Skype an. Wer ist es? Davon, er sagt, okay. Sehr informative Nachricht davon. Ist weg. Oh, schon wieder so ein Scheißtaucher. Nur diesmal in Blau. Jo, sieht so gleich besser aus. Granate! Granate! In die Fresse! Und dann Schuss! Na, Super Saiyajin. Ich mag den Gegner nicht, der kann auch einen Ball werfen. Er ist immer noch besser als der originale rote Scheißsack.
Yay! Aber was der Gegner kann, kann ich auch. Ich wünsche den Gegnern schon mal Beileid. Das ist ein Wortwitz. Schon wieder so ein schlechter Wortwitz. Boah, ich komme gar nicht auf die Höhe. Das ist so wenig Orientierung. Der Vorteil ist, ich kann so viele Bälle werfen, wie ich will. Ich weiß, dass die gegnerische Einheit nur immer einen Ball werfen kann und es kommt zu ihm zurück. Das ist mein kleiner Vorteil. Komm, komm, hüpf, hüpf. Oh, geil. Ich hab das scheiß Beil. Nee. Oh Mann. Ja, wenigstens hat er nicht mal das Beil geworfen. Aber er ist immer noch am Leben. Er soll sterben. Danke. Jetzt kommt die originale Schmuckleinheit, ey. Ich mag es nicht. Die mag ich noch viel weniger, ey. Ja, schön ins Ball reinziehen. Juhu, sie hat mich getötet. Oh, Stier. Problem gelöst. Leben, das ist wenigstens eine schöne Anzahl. Muss ich etwa Pisser-Strategie anwenden oder was, ey? Na, dreh dich doch mal richtig. Ey, ich komme nicht an den Rand. Scheiße, ey. Mal ganz schnell aktivieren. Komm, sei wieder verwundbar, sei wieder verwundbar. Fuck, 14 Leben. Uncool. Ich hasse Schu. Hey, ein Datenkristall von dem fliegenden dummen Viech. Hims. Hat er gerade gesagt, ich bin ziemlich gut, obwohl er verloren hat? Nee, du bist ziemlich gut. Ich krieg die gleiche Scheiße nochmal. Verdammt, dafür willst du bezahlen. Nein, nein, nein. Was? Wieso nochmal? Echt, ey. Das ist so ein Fehler. Tetsuya sieht auch interessant aus. Ja, aber ich behalte, ich mach's lieber so. Blink, die beiden gingen nicht so gut. Kettensägen-Typi! Ja, ja, okay, ich krieg meinen Kettensägen-Typi rein. Und, wo ist sie? Wo ist sie? Baum. Eine billige Punkteeinheit, die nichts kann. Lassen wir mal, hoffen wir mal, dass ich es diesmal auch schaffe. Er wieder mit seinen dummen Taucher-Freaks. Gegner haben sogar noch mehr Punkte als ich. Ach ja, er mit seinem Puran. Boah, das ist unfair. Er braucht einen normalen Schuss, um eine Rakete zu zerstören. Für so eine fette Rakete macht sie aber ziemlich wenig Schaden. Ich bin noch eine billige 250 Punkte Einheit, die ich nie normalerweise nehmen würde. Und ich habe pinke Haare. Rio Tristana. Bäh. Komm mir nicht mit der SMG nur. Komm mir nicht mit der Rio Tristana, die ist hässlich. Boah, die Kugel wird in dem Kehrfeld so lang, dass er die locker ausweicht. Oh, die Einheit ist schon von ihm da. Hey, hat getroffen.
Wow, Skillshot. Again. Komischerweise den Fettsack trifft die Rakete öfters. Klar, er ist fett. Was triffst du eher? Ein 1 Meter Riese oder ein 2 Meter Riese? Und wann ist ein Riese 1 Meter? Du weißt, wie ich es mein. Ja. Yes, I died. Ich habe wenigstens halbwegs Schaden gemacht. Aber ich habe den nur noch nie gespielt, das ist das Problem. Ich glaube, der X-Angriff ist zum Ranzen. Jo. Das sieht sehr toll aus, denn ich kann nichts machen. Ich bin tot. Das war eine sehr gelungene Attacke. Ich halte demnächst in der Charakterauswahl einfach meine Klappe. Super Saiyajin gegen Super Saiyajin. Minenfeld von Weilen. Mein Beileid zu. Hör auf mit den schlechten Wortwitzen, lass dir cleverer einfallen. Mundo? Der ist nicht viel besser. Wie wär's mit dem, was gerade der Fuji-Typ gesagt hat? I thought I was toast. Ich verstehe immer noch nicht, ob ich das richtig verstehe. Er hat gedacht, er sei Toast. Und ich verstehe immer noch, wenn du mit diesem Kalketsu oder wie der heißt, spielst. Ich verstehe immer my mama and way. Kakeru. Wie ist der? Und wie heißt eigentlich dein Hauptcharakter? Meinst du mein... Ach so, mit die Person. Die habe ich Q genannt. K-O-U. Wow, mit einem Angriff. Nein, deine Spuren. Oh man, wieder dieser Sprunggetaucher. Ja! Getroffen. Na, kümmern wir uns erstmal um den Schuh. Der ist um Längen nerviger. Wenn wir ihn dann mal treffen. Is that all you lack? Boah, treff ihn doch mal. Puh. Oh, ist meine letzte Einheit, fällt mir gerade drauf. Ja, ich will trotzdem mich zuerst auf Show konzentrieren. Der müsste jetzt doch sein. Jo. Er ist eindeutig nerviger als die Taucher. Chino. Komm, jetzt mal mit Zielen. Chino. Komm. Chino. Nee. Und Laser hinterher. Piu. Oh, das wird dann lustig aus. Voll lustig. Ich krieg immer. Ich habe immer eine Gesamtpunktzahl. Links steht immer eine schön hohe, steht immer irgendwas mit 1000 oder 500 und rechts daneben steht eine Minuszahl, die noch höher ist. I don't get it. Wie konnte ich nur? Du hast einen Todeskristall. Na, was ist das? Sieht aus wie Schlüsseldaten. Und lass mich raten, das ist... Na, beschütze den Todeskristall. Und hier ist nochmal der Fetzer. Erstmal. Vorsichtshalber speichern. Man weiß ja nie. Hier schon wieder die Spruchtel. Naja, beschützen wir den Todeskristall. Irre schwer. Gegen Orochi. Ich habe Angst. Ich zittere. Wie ironisch. 190 Punkte, noch ein normaler Ninja. Und da das... Und das müsste eine besiege den Boss Mission sein, oder? Nö. Einfach nur Gegner killen. Das ist sehr nicht leckreiche Ankündigung gewesen.
Yeah, Leute, wenn ihr Master einen besseren Emulator empfehlen könnt, empfehlt ihm einen. Das ist der beste Emulator. Glaub mir schon, ich weiß, was ich mir hole. Es liegt nur einfach daran, dass ich aufnehme, sonst habe ich doch auch 100% gehabt. Weißt du doch. Fraps frisst eine ganze Menge. Stimmt. Selbst die hohen LPR nehmen immer generell mit 30 FPS auf. Und ich bin knapp über. Kannst dir ansehen, wie das laggt. Wenn ich auf 30 feststellen würde, hätte ich maximal 70%. Uff. Boah, ich greife einen an und dann kommt der andere und greift mich einfach in den Rücken an. Juhu, ich habe mit 150 Punkteinheiten 480er gekillt. Ich habe noch ein Leben! Aber ist tot. Jetzt nicht mehr. Ja. Sehr schön. Was machen wir am besten? Richtig, wir gehen auch in den Modi. Ich glaube, das wird mein Lieblingsroboter. Wer? Dein okay. Kanonier da. Oh, nö, Flammen-Ninja. Ich meine, ich habe auch schon selber einen Flammen-Ninja. Schon Stufe 7, glaube ich. Auf meinem, auf meiner Memory Card. Und ich kann dir sagen, mit die stärkste Nahkampfeinheit. Das tut so weh. Oh, ich werde schon wieder an den Skype angeschrieben. Oh geil, ich bin lahm. Ich würde mit dir wetten, dass es wieder davon war. Nee. Mhm. Ja, es ging was anderes. Und so eine Art Spieleverabredung. Och nö. Irgend so ein Mini-Elfe. Eine Mini-Hexe. Boah, ich werde verkleinert, verlangsamt, krieg Schaden. Verkleinert, verlangsamt, krieg Schaden. Boah, ich bin so winzig. Schieß! Ich bin ja permanent verlangsamt, verkleinert. Ich bin so winzig. Aha, jetzt hat er aber auch mal seinen Freund getroffen. Ah, hab's auf ihn gekriegt. Achso, ich bin wieder Arschlagen. Tot. Na, endlich wieder normal schnell. Erstmal. Och nee, nicht der. Das ist auch ein ganz lustiger Samurai, der die Zeit anhalten kann. Obwohl der Computer. Aber irgendwie ist zu doof, es nicht zu erwischen. Ja, das ist geil. Die Computer verlangsamen die Zeit, sind aber zu blöd, um Leute anzugreifen. Und kriegt das hin? Ja, jetzt hat er es hinbekommen. Das ist total lustig. Der hat nur zwei Angriffe: diesen komischen Nahkampfangriff, dann diesen komischen X-Ding. Und sonst. Und kann Zeit anhalten. Ja, und sein X-Angriff ist nur Aufladung. Das ist Zeit anhalten. Deswegen, ich hab den zwar auch, aber ich mag den nicht. Der kann mir nichts. Wow, mit schönem Grafikbug. Dafür gibt's einen gratis Ball. Nö, du warst nicht. Ich seh nix. Ah. Dieser scheiß Grafikbug. Ja, schön gemacht, Flammen, ja. Pack den Stolz geht's. Juhu, es leckt wieder. Schnummel. Das Orochi-Sensen-Männchen. Den ich mit einem X-Angriff fast vollständig getötet habe. Imba. Und fertig. Ach ja, Gerot ist schön. Neo-Gerot, so. Gewonnen. Okay, wo war dein Roboter hin? Verschwunden.
Überall und nirgendwo. Verdammt, dann darfst du ihn noch eine Weile behalten. Den schönen Kristall. Was will der? Ein geheimnisvoller Kristall. Was sagt er? Ich bekomme merkwürdige Daten. Ach egal, lass machen. Ach scheiß Druf, einfach mal machen. Ja, ja, einfach mal so lassen und machen und hin und her und vor und hinten. Und jetzt mal hoffen, dass die Gegner nicht so viele Punkte haben, aber sie haben knapp 4000. Scheiße. Lalala. Ich verstehe nicht, warum der warum die Musik immer so leise ist, aber die Soundeffekte so arschlaut. I don't get it. Ich habe auch keine? Doch, ich habe eine Einheit getötet. Jetzt sind sogar zwei schon gestorben. Und eine dritte. Ich. Juhu! Und weiter im Spiel. Tod. Ah, da kommt noch einer. Und krieg's noch hin? Ja, krieg's noch. Peng ins Gesicht. Schützkanoniere können so lustig sein mit ihren Schüssen. Trefferrate ist zwar nicht gerade die höchste, aber Trefferchance. Aber wenn man dann trifft, dann tut's weh. Au. Geschützkanone direkt beim ersten Mal durchspielen gekriegt, ist schon schön. Boah, wie es leckt. Morgen wieder Schule. Bei mir leckt es kaum. Hä? Bei mir leckt es kaum. Ja, also im Sinne von, es ist lahm wie Sau. Deswegen braucht die Aufnahme vielleicht 20% länger, weil das Spiel nur 20% lang, weil das Spiel 20% langsamer ungefähr läuft. Das würde beim Hochrechnen zwar nicht genau hinhauen mit 2020, aber dass man es ungefähr weiß. Juhu, ich kann nichts machen, ich habe keine Muni. Jetzt schon. Reicht nicht aus! Ah, so richtig hart. Oh mein Gott, das müsste ein Transformer sein. Ich weiß nicht, ob es ein Transformer ist. Ich glaube es. Könnte das ein Transformer sein? Ist es ein Transformer? Bist du ein Transformer? Ja, es ist ein Transformer. Oh mein Gott, das ist ein Panzer. Es ist ein Transformer. Oh mein Gott. Töte drin den Transformer. Lululu. Arme Typ, ey. Nur Beile in die Fresse. Schade. Super Saiyan. We showed them. We're awesome.
Juhu, wie awesome. Und ich bekomme noch diesmal einen... war deine Minuszahl niedriger. Juhu. Und ich krieg wieder unnütze Einheiten, die ich nicht brauche. Und mein Stuhl quietscht. Boah, das kann man sehr pervers empfinden. Warum hast du gerade 2 Donnerbotter bekommen? Einfach nur so, just for fun. Und ich habe noch ein Todeskristall. Woo! Jetzt habe ich 2. Ah! Hiernach haben die Todeskraft und der Junge gesucht. Schön. Und ich speichere einfach nochmal, weil ich Bock habe. Und jetzt geht das Lustige los. Besiege einen Todeskommander. Mal sehen, wie schwach du bist. So, und dafür nehme ich... Ach komm, gib mir mal die Tussi. Blonde Tussi, die mich heilen kann. Tun wir jetzt dies maximal einmal. Na gut, möglich. So, na dann. Ne, warte mal. Warum nimmst du Checo mit? Brauche ich nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch den Vampir, bitte. Nimm ich mal als letztes. Dann... Ich weiß ja, was auf mich zukommt, da ist der Vorteil. Nehmen wir nochmal den Dämon-Samurai. Und dann noch einen normalen Samurai. Und dann, let's hope for the best. Satellitenschüsseln. Satelliten. Da ist Tama. Satelliten? Jo. Was? Ja. Satelliten, die Laser abfeuern. Die haben auch so einen Instant-Angriff. Ich komm nicht ran. Oh, falsch gedrückt. Please help, deine Mutter hilft dir. Oh, das ist der Instant-Angriff. Nein. Boah. Luck. Erst gehe ich zwischen die beiden Dinger durch und werde nicht getroffen. Und danach gehe ich auch wieder durch zwischen die beiden Dinger durch oben. Ein paar Millimeter weiter unten und ich wäre vom Laser getroffen worden und ich wäre Geschichte gewesen. Alter. In die Reichweite kommen ist schlimm. Du hättest fliegende Einheiten oder Geschützkanoniere mitnehmen sollen. Juhu, ich bin getroffen worden. Ich bin tot. Ping. Ping. Take this. Ich muss nur einmal richtig in die Reichweite kommen. Ja, weil beim ersten Mal durchspielen hast du so echt gar keine Einheiten dafür. Das nervt einen. Nein, nicht nochmal rein. Boing. Hey, gleich hast du dann deine erste Aufladung auf dem Schwert. Juhu, einer ist tot. Mana ist noch kein Heiler, das ist nicht gut. Ich will, dass sie ein Heiler ist. Ich nehme mit Absicht noch Tama noch dann weg. Oh, geil. Ich bin so gefugt. Hätte ich schon Metall, bitte. Oder Silberheld. Metallheld, ich habe keinen Plan, wie der hieß. Ich laufe nur noch mit dem Instant-Angriff rum. Mana, du bist doch gerade eine Heilerin geworden, oder? Bist du eine Heilerin geworden? Ja! Los! Gib mir die Injektion! Juhu, sie hat's getan. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Um die paar guten Einheiten, die ich habe, am Leben zu lassen. Hey, wir werden noch ein... Fuck, viel. Juhu, geheilt. Why you? Darum. Warum ich? Darum.
Nein, ich hab's nicht, erreicht. Yay, Nummer 2 ist weg. Und da kommt noch einer, ey. Meine Fresse. Der Jut, sieht anders aus als die anderen. Ja, es gibt andere Farben. Die sind dann seltener. Aber Unterschiede außer Optik haben sie nicht. Einmal heilen. What the fuck? Die hat gerade eine Gegnerin geheilt. Ich glaub's nicht. Sie hat gerade eine Gegnerin geheilt. Oh mein Gott. Heil mich. Heil mich. Und jetzt geht's. Ich hätte gelacht, hätte ich jetzt den Stand-Angriff getroffen. So mitten in der Heilung. Buff, tot. Das Geile an diesem Level ist immer, es ist beim ersten Mal so perfekt schwer. Und wenn man es danach nachher versaut, darf man alles wieder von vorn machen. Das ist so schön. Also jetzt brauche ich wieder eine Heilung. Heil mich, heil mich, heil mich. Oh fuck. Oh, ich hab schon gedacht, der geht mit seinem Instant-Angriff direkt in mich rein. Jetzt einfach aufpassen. Ich habe keinen Bock, meinen Modus zu aktivieren. Das werde ich nachher nochmal brauchen. Jetzt warte ich wieder, das brauchen wir. Immer wenn ich meine Freundin, vier Mana an diese dann halt. Das ist so schön. Hä? Der andere kann doch nicht tot sein. What the fuck? Der andere ist tot. Geil. Bleibt nur noch Tama. Meine Schwerter sind schon angeworfen. Soll ich den Modus aktivieren? Ja oder nein? Ja. Juhu, ich bin alleine. Mana ist komplett tot. Noch einer. Uff. Boing. Oh, ich bin gleich tot. Dann habe ich nur noch 2 Einheiten. Okay, wenigstens hat Hammer auch nicht mehr so viele. Dürften, glaube ich, nur noch 2 dieser Satelliten sein. Und dann seinen Basis-fetten Freak. Ach genau, jetzt welcher Gerot. Neo-Gerot. Ja, schön. Nicht treffen. Auch geil. Peng. Tot. Fernangriffe würden sich da eigentlich mehr noch anbieten. Ganz ist ja drauf smashen. Und die letzte Einheit von ihm kommt. Die ist voll um. Kostet über 1000 Punkte, ey. Hätte ich auch gerne. Aber hey, ich schaff die Mission auf Anhieb. In den ersten paar Durchspielen habe ich das nie hingekriegt. Komischerweise, die meisten sagen, vor der Kamera funktioniert es nicht bei ganz vielen. Und bei mir irgendwie Gegenteil. Miau. Bleh.
macht irgendwie mehr Sinn, die Fernkampfstrategie zu machen. Jetzt heißt es einer gegen einen. Pam 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 pam. Oh, ausweichen vor The Win, einfach nur nach vorne gehen. Nee. Boah, bin ich cool, ich treffe nicht mal. Mach ich lieber den X an, den B-Angriff. Der bringt dann mehr. Wut. 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 Mann, ich treffe ihn nicht, ey. Das ist so mies. Endlich ist das fette Viech weg. Hat lang genug gedauert. Juhu! Ah, erstmal vernünftig hinsetzen und ich habe ein Satellitenteil bekommen. Boah. Du hattest einfach Glück. Und jetzt erstmal speichern. Und wieder. Hey, willst du wirklich mit mir kämpfen? Was wirst du noch bereuen? Schwuchtel. Ich besiege dich, Kuh. Juhu, das Zeug hier, was ich hier habe, ist total verklebt. Om nom 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 nom. Let's get ready to rumble. Fuji hat die geilste Einheit der Welt, den Kopierer. Hat nur einen Aufladeangriff. Ernte, mehr und nicht. Und den kopiert er von seinem Gegner. Kannst du ja dann sehen, wenn er macht. Wenn dann mal endlich auf. Ah, er lädt ihn auf. Und. Oh, daneben. Jetzt hat er getroffen. Dann kopiert er sich für kurze Zeit in die Einheit, die er wirklich kopiert hat, rein. Aber nur eine begrenzte Zeit hat. Und die Leben ändern sich auch nicht. Oh, ich bin tot. Juhu! Oh, ich stehe in der Grütze drin. Juhu, ich hab wieder einen besiegt und da kommt wieder der Wabbeltaucher. Stirb, ich will nur wissen, wo du deinen scheiß Capcom stehen hast. Oh, der Kampfheli. Oh, er ist so unglaublich gut. Njau, tot. Oh, ja. Jetzt habe ich gerade gesehen, welche Einheit der hat. Der Juji hatte eigentlich nur eine Einheit, die einen Angriff machen kann. Den. Boom! Einfach sterben. Eine schöne Explosion machen. Ganz toll. Ich mache meine schönen Ninja. Meine schönen Ballwürfe. Oh, Kampfheli hat's auch verwirrt. Hä? Den Kampfheli von Matt. Der schon. Ja, der scheint schon weg zu sein. Ab jetzt
Nee, ich hab bei ich hab Pink, ich hatte Pink Taucher, jetzt bin ich. Nein, immer noch nicht. Jetzt ist er tot. Und ist die Verzögerung halbwegs normal? Oder schon gigantisch? Nee, ist nur halbwegs normal. Juhu, und der tut mir nicht sterben. Und tot. Hä, wieso kommt jetzt ein... Lol, Matt hat einen Donnereinheit. Jetzt kommt wieder der liebliche Scheiß neben mir. Ich hasse den Bogen neben mir. Als Gegner. Njong. Jetzt gibt's Slow-Motion-Axtwurf. Aber die Sprünge von dem sehen halbwegs lustig aus. Immer so komisch seitlich. Und noch ein Treffer und der ist groß. Tschüss. Ja. Lol, ich stehe direkt neben ihm. Komm. Tot. Häng in die Fresse. Ach, der Typ labert immer. Der Typ sagt immer Sachen, ey. No. Warum habe ich verloren? Ich wusste es. Was war das denn? Schon wieder Tama. Besiege einen Todeskommander. Hello. Ich glaube nicht, dass deine Gacha-Box mit mir mithalten können. Aber der hat auf Englisch Hello gesagt, aber ja, in Deutsch stand da unten was anderes. Ja, die sagen immer ganz komische Sachen. Aber da wir jetzt schon ungefähr wieder eine Stunde spielen und ich habe keinen Bock, nachher über eine Stunde zu spielen, weil das dann wieder zu groß wird mit den Dateien, hören wir jetzt auf. Tschüss! Tschüss!